Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Presseschau. Letzte Woche ist es ausgefallen. Lag an mir, nicht an Ihnen. Also wenn Sie mich nicht gesehen haben, dann lag es an mir. Heute ist der 8.11. Es ist Dienstag und wir bereiten gerade die neue Sendung vor für diese Woche. Da lohnt sich natürlich wie immer mal reinzuschauen, aber jetzt geht es zur Presseschau. Und vorweg, und das ist jetzt Nachholbedarf, den habe ich natürlich, klar. Nachholbedarf, auch wenn es ein paar Tage her ist, noch ein Gruß. Und das hat uns die Gabi Müller ganz arg ins Herz gelegt. Die hat gesagt, der Gruß muss an den MSC Weiher, an die Jugendmannschaft gehen. Die sind nämlich deutscher Jugendmeister 2022 und haben gegen Puma Kuppenheim in Mörsch gewonnen. Und da war die Gabi Müller und hat gesagt, ich schicke euch noch ein Bild, ein Jubelfoto und herzlichen Glückwunsch. Auch zwar verspätet, aber dennoch jetzt noch immer rechtzeitig. Glückwünsche kommen immer rechtzeitig, auch wenn sie verspätet sind. Da haben wir noch ein paar, die lagen natürlich jetzt ein bisschen auf Halde. Deswegen sind wir mit dem einen oder anderen hinten dran, wollten es aber nicht einfach ungeschehen lassen und deswegen auch ein Gruß nach Forst. Dort geht ein Gruß an die Fahrradwerkstatt von Papperlapapp in Forst. Die reparieren Fahrräder. Und das machen die schon seit 2016 und da ging ein Preis, ein Ehrenamtspreis der Sparkasse Kraichgau an die Förster, die dort Fahrräder reparieren und in erster Linie für Geflüchtete. Und interessant, wie ich lesen konnte, wurden dort auch Geflüchtete als Werkstatthelfer integriert. Das finde ich eigentlich ziemlich gut und so ist sie Anlaufstelle zum einen für diejenigen, die ein Fahrrad brauchen, eins reparieren lassen wollen und diejenigen, die reparieren können. Finde ich eine tolle Sache und deswegen geht der Preis vermutlich sehr zurecht, unter anderem auch nach Forst. Also Gruß von hier aus. Einen Gruß ebenfalls von hier, aber nach Eppingen geht an den, ja, der wird sich jetzt wundern, an den Stefan Bartsch. Der Stefan Bartsch, der wird gegrüßt zum Geburtstag. Der ist auch ein paar Tage her, lieber Stefan. Ja, uns entgeht fast nichts und da haben wir ein Bild geschickt bekommen. Ich vermute stark, ich habe da jemanden Verdacht vom Luca Bartsch. Der hat nämlich seinen Papa gegrüßt und zum Geburtstag beglückwünscht und hat uns ein Bild geschickt und ich war nicht da, deswegen auch dieser Gruß verspätet. Lieber Luca, Verzeihung. Lieber Stefan, kommt hoffentlich immer noch richtig und ich hoffe, du freust dich über dieses Foto, das wohl irgendwo in den Bergen gemacht wurde und dich dort vor der Bergkulisse zeigt. Nicht vor der Bergkulisse, aber in einer angenehmen Begleitung, dann gleich der Sohnemann, Luca, du hast uns ein Bild geschickt, du hast die Gabi Müller, die kennen wir ja nun alle, die hast du getroffen und hast gleich ein Selfie gemacht und uns zugeschickt, finden wir gut, das ist ein echter generationsübergreifendes Foto, wenn man so will, Luca und Gabi, die zwei Leute vom Fernsehen, finde ich toll, schön, Gruß von hier an euch, ich hoffe die Party hat euch gefallen. Und auch dieser Gruß kommt noch rechtzeitig, so wie auch der. Hallo Herr Wendelin, habe ich. Der kommt aus Weiher. Es grüßen seine Frau Elisabeth und seine drei Töchter Ulrike, Brigitte und Elli. Also Herr Wendelin, habe ich aus Weiher, wird von seinen gleich drei Töchtern gegrüßt und die Frau Elisabeth gleich mit dabei. Der wird sich freuen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir ein Foto haben. Ich hoffe es. Wenn nicht, gerne nachreichen. Dann führen wir vielleicht das beim nächsten Mal nochmal hier hinter mir ein. Und dann kennen wir auch den Herrn Habich aus Weiher. Ein Gruß geht nach Waghäusel und zwar an die zahlreichen Blutspender, die dort geehrt wurden. Blutspenden und Sportler nebenbei, Sportlerehrung und Blutspenderehrung, was will man mehr? Die Sportskanonen hier im reiferen Alter, die haben wir zum einen.
An die geht natürlich auch ein Glückwunsch, aber an die Blutspender allemal. Sie wissen alle, Blut ist ein ja mittlerweile doch rares, wichtiges Überlebensmittel, will ich mal sagen. Und deswegen ist es gut, wenn es Menschen gibt, die Blut spenden. Und deswegen finde ich es gut, wenn man das an dieser Stelle auch mal sagt und sich bei denen bedankt, die da immer und schön und regelmäßig und immer wieder aufs Neue beim Blutspenden sind. Und ich darf Ihnen versichern, da geht es, glaube ich, nicht um die Banane, die es dann gibt und den Apfel, sondern die tun das, um hier eine sehr hilfreiche Blutspende durchzuführen, die dann wieder vielen Menschen hilft, die auf das Blut angewiesen sind. Also wenn Sie auch selbst noch unentschlossen sind, ist eine gute Sache, machen Sie mit. Und beteiligen Sie sich an solchen Aktivitäten doch immer gerne. Aber es geht auch anderes. Zum Beispiel die Hamburger Jungs. Die haben dann die ja, kräftigen Oberarme. Das sieht man schon auf den Bildern, weil sie nämlich beim Wiederaufbau des Regenunterstandes beim Skaterplatz aktiv waren. Da machen die nicht lang rum. Zum einen haben sie noch eine Spende von der Sparkasse Kraichgau mit einfließen lassen. Aber insbesondere war es die Armkraft, die zum Erfolg geführt hat. Und die haben dann, so liest man es, und ich interpretiere es so, die waren so schnell, dass sie anschließend noch ein bisschen mehr Zeit hatten, um ihr Werk sozusagen zu feiern. Soll das Werk den Meister loben? Das ist anscheinend hier gelungen. Apropos Meister, der war dann auch da. Der Bürgermeister hat sich nämlich gleich mit Scheck und Jungs abbilden lassen und war sichtlich stolz auf die Hamburger Jungs, die hier offensichtlich sehr erfolgreich zu Werke gegangen waren. Naja, ihr wart ja nicht wenige und da ist der eine, der sitzt auf dem Dach. Zwei sitzen auf dem Dach, zwei auf der Leiter. Ich hoffe, das war, ne, es war danach. Gut, solange die arbeiten, trinken sie ja nichts. Also da nach dem Bild vermutlich haben die erst gefeiert. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. In Ubstadt oder Weiher, das ist immer mein Problem bei diesen Gemeinden. Aber Sie werden es rausfinden. Es geht nämlich mit der Überschrift los: Auf leisen Sohlen kommen unsere Streffer zu den kalten Füßen. Was sind Streffer? Auf jeden Fall fand ein Strefferkurs statt. Ein sehr erfolgreicher Abschluss beim Strefferkurs unter fachkundiger Anleitung und 12 Teilnehmerinnen. Die machen nämlich aus ausgemusterten Wintermänteln wunderschöne, wärmende Hausschuhe. Da fehlt mir jetzt im Moment noch die Fantasie, wie man aus einem Mantel Hausschuhe macht. Den Streffern scheint es gelungen, die stehen da auf dem Tisch, also nicht die Streffer, sondern die Hausschuhe. Es geht wohl irgendwie. Ich denke, man kann das machen. Und wenn es wärmt und wenn es gut tut, dann freuen wir uns. Und wer die, ja, was sind das jetzt? Wer Streffer braucht, holt sie bei den Streffern. Oder die Hausschuhe bei den Streffern. Also das Wort Streffer wäre mal erklärungsbedürftig. Liebe Frau Hader, Sie haben uns das geschickt und das Foto ist auch von Ihnen. Bitte um kleine Erklärung. Was ist ein Streffer? Das hilft mir dann weiter für die Presseschau, damit man ja bei uns auch was lernt. Und das ist ja ganz wichtig. Also vor allem, dass ich was lerne und ich nicht im Dunkeln stehe. Da stehe ich jetzt bestimmt nicht, denn der neue Willi ist ja da. Und mit dem Willi kommen ja immer ganz viele Grüße aus aller Herren Länder. Und da erreichen uns jetzt schon mal ein paar, die ich heute vorlese. Die anderen halte ich noch zurück. Soweit bin ich nämlich noch nicht. Wir starten bei den Passionsspielen in Oberammergau. Da kriegen wir ein Foto her von Jutta aus Obergrombach und Angelika und Volker aus Weißenbach. Weißenbach ist jetzt nicht unbedingt im Willi-Zielgebiet, aber auf jeden Fall kann ich nachlesen, dass Angelika und Volker aus Weißenbach mit Jutta aus Obergrombach in Oberammergau war. Elke und Achim aus Bruchsal waren mit Willi bei den Adlerjägern in der Mongolei. Mongolei. Also mal abgesehen, dass ich da zu Fuß nicht hinkomme, allenfalls vielleicht mit dem Flugzeug. Wie die dort waren, weiß ich nicht. Mit dem Pferd bestimmt nicht, auch wenn es hier drauf abgebildet ist.
Aber das ist ein Abenteuer. Also das wäre ja mal fast ein Reisebericht. Elke und Achim aus Bruchsal. Die kommen bis in die Mongolei. Aber das Beste, die haben einen Willi dabei. Also, alles Gute euch und von der nächsten Reise natürlich das nächste Foto, das ist ja wohl klar. Einen aufregenden Tag verbrachte Elias und Noah Zirm aus Kalsdorf mit Willi im Senderpark Allgäu. Ah, euch hat es auch Spaß gemacht, auch wenn es nicht Mongolei war, war es wenigstens Allgäu. Also, schön, dass ihr uns ein Foto schickt, schön, dass ihr den Willi reinhaltet. Und das ist der Beweis, mit Willi kommt man rum, oder man könnte auch sagen, Willi kommt rum. Einen Ausflug zur Wartburg in Eisenach und dann haben Willi mit Marina und Peter Dorn, die kommen aus Hambrücken nach Eisenach. Die Martina und der Peter sind die vorne im Bild, ganz die, und hinten das Große, das ist Wartburg. Robert Fienkes, ah nein, der Robert kommt nächstes Mal. Jetzt bleiben wir erstmal bei Brigitta, Helmut und Martina. Die waren mit Willi zu Besuch in Regensburg bei der Schwester Sigrid und Mann Walter. So steht's da. Zu Besuch in Regensburg bei der Schwester Sigrid und Mann Walter. Also Sigrid hat wahrscheinlich einen Mann und der heißt Walter. Auf dem Bild Brigitta, Helmut und Martina, 1, 2, 3 und Schwester Sigrid und Mann Walter. Das sind fünf. Und die fünf lachen ins Bild. Und aus der, Sie sehen, der Willi ist dabei. Also, die haben Spaß. Das hat man gesehen in Regensburg. Da haben die es wohl krachen lassen. Und dann haben wir noch einen. Den grüße ich auch ganz, ganz herzlich und ganz persönlich. Peter Lasker. Lieber Peter, man kennt sich. Der war mit Willi am Uhrturm in Graz. Der kommt rum, mein lieber Herr Gesangverein. Und hält auch den Willi rein, wie sich's gehört. Lieber Peter, hat Spaß gemacht, ich hoffe sehr. Und ich gehe davon aus, du hast noch ein paar Fotos mehr gemacht, wie das eine von dir. Na, das hast du ja nicht selber gemacht, das hat ja jemand gemacht. Steht aber nicht da, aber lachen tut er. Ja, Peter, das hat dir gefallen, das sieht man auf jeden Fall. Nächstes Mal geht's weiter mit Grüßen. Dieses Mal machen wir weiter mit Terminen, die Sie auf jeden Fall nicht verpassen dürfen. Einmal bei der Badischen Landesbühne Fisch zu viert am 17. November im Stadttheater in Bruchsal. Das müssen Sie sehen, das ist nämlich sehenswert. Fisch zu viert. Ich weiß nicht, ob das schon ein bisschen einstimmt auf den Weihnachtskarpfen. Könnte sein, weiß ich nicht, lassen wir offen. Auf jeden Fall ist es Premiere am 17. November und es ist einen Besuch wert. Und ebenso ist ein Besuch wert, das Industrieland, die Industrielandschaft mit Einzelhändlern am 19. November, Bruchsal Stadttheater Hexagon. Auch das sollten Sie sich unbedingt keinesfalls entgehen lassen. Also schöne Sachen, die wir hier sehen dürfen in der Badischen Landesbühne, in den verschiedenen Sälen oder Theatern. In jedem Fall alles immer einen Besuch wert. Wer sich für Georgien interessiert, der hat Gelegenheit am 17. November um 19 Uhr in der Mensa des Schönborn-Gymnasiums einen Vortrag anzuhören, anzuschauen. Das macht der Rainer Kaufmann, der ist Georgien-Kenner, ich würde mal sagen Experte, hält sich dort schon seit Jahren und Jahrzehnten auf und kennt Land und Leute extrem gut, bringt immer tolle Geschichten mit und auch ebenso tolle Fotos von einer unglaublichen Landschaft, wie man es nicht für möglich hält. Also ich sage Ihnen, auch dieser Vortrag lohnt sich allemal. Was sich auch lohnt, das ist der Willi, der ist auch da, das ist der November-Willi. Und in dem Willi habe ich mir zwei Sachen rausgesucht, die sind nämlich in der Tat aktuell, wie es nicht aktueller sein könnte, die wahre Geschichte des Bären. Das ist im Willi.
im November Willi aufbereitet. Übrigens interessanterweise auch von Rainer Kaufmann. Und der Bären, das ist eigentlich die Traditionsgaststätte in Bruchsal und die hat leider derzeit und aktuell aber wohl dauerhaft geschlossen, weil man dort auf der Suche nach einem neuen Betreiber ist. Das ist sehr schade, weil das ist eine der ganz guten Adressen in Bruchsal und deswegen ein echter Verlust, dass es dort im Moment keine Leckereien mehr gibt. Aber die Geschichte zum Traditionsgasthaus zum Bären, eines der ältesten Restaurants in Bruchsal, in direkter Nachbarschaft am Damiansor, am Schloss, also auch zum Schloss gehörig, wenn man so will, das hat nun vorerst geschlossen. Aber lesen Sie die Geschichte im Willi. Ich glaube, die Geschichte ist ganz interessant. Mindestens so interessant ist aber die Geschichte vom Mädchen mit der Hutschachtel. Auch dort gab es ein Theaterstück von der Landesbühne, Mädchen mit Hutschachtel, das ein Stück Bruchsaler Geschichte aufarbeitet. Und es war uns gegönnt, dass wir im Studio mit zwei Protagonisten aus den USA ein Gespräch machen durften. Unser Bernard, vielen Dank Bernard, das war toll, natürlich in Englisch geführt, wie könnte es anders sein, und gleich noch übersetzt. Er hat dort die Töchter von Edith, Julie und Deborah empfangen und die haben dort ein tolles Gespräch über das Mädchen mit der Hutschachtel geführt. Und die Geschichte können Sie hier im Willi nachlesen, können es im Interview mit Bernard mal genau anhören, um was es da geht. Es ist auf jeden Fall sehr berührend und sehr emotionsgeladen. Und deswegen unbedingt einen Blick in Willi werfen und dazu am besten noch das Interview mit Bernard und den beiden Gästen. Ja, und dann habe ich noch was und das habe ich jetzt im Moment nicht hier. Und deswegen machen wir jetzt einen Cut und ich hol's und dann komme ich wieder. Und schwuppdiwupp, da bin ich wieder. Ja, wir kramen ja immer so ein bisschen in den alten Willis. Und wie Sie sehen, haben wir die schön gebunden. Hier haben wir den Jahrgang 1999. Und 99, 9, 19, ja, das ist schon ein paar Tage her. Da habe ich doch tatsächlich gefunden, man glaubt es kaum, ein Interview mit Gerhard Türk, lieber Gerhard. Wir kennen uns natürlich auch gut. Für alle Brüsseler, das ist schon mal so. Die Innenstädte sind so gut wie tot, war damals die Überschrift vor 23 Jahren. Und jetzt kommt's, lieber Gerhard, der weiße Gerhard. In den sogenannten Kernsätzen liest man, das Rathaus müsste durch ein großes Einkaufszentrum ersetzt werden. Ich war sprachlos, als ich das gelesen habe. Jetzt weiß ich nicht, war das die Initialzündung dann für den späteren Rathausumbau? Ich kann es nicht sagen. Ich war beeindruckt. Also unser Stadtentwickler Gerhard, du hattest den richtigen Riecher. Und offensichtlich hat irgendeiner zugehört damals und schwupp, war es doch auch tatsächlich wenige Jahre später umgesetzt. Da hat es noch sehr viel mehr Schätze drin. Ich traue mich manchmal gar nicht nachzuschauen, weil das war alles schon mal. Also es war alles schon mal. Also es lohnt ein Blick in 20, 30 Jahre alte Willis. Im Grunde genommen, wir wussten alles. Wir wussten damals alles, unsere Gesprächspartner wussten alles. Eigentlich hätten wir alles gleich machen können. Ja, fast alles. Aber wie gesagt, immer wieder schön, in der Vergangenheit mal ein bisschen zu blättern. Und wer Lust hat, kann das tun. Bei der Gelegenheit empfehlen wir den Blick in die alten Willis, wer sie hat und wer sie nicht hat. Wir können nachschauen, wir können alles nachschauen. Ja, das war's aus der Presseschau. Schön, dass Sie dabei waren. Ein bisschen heute, ja, improvisiert will ich nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen terminlastig.
Aber das nächste Mal haben wir vielleicht wieder das eine oder andere von der Polizei dabei. Und dann schauen wir mal, was für alles auf den Straßen in der Region passiert. Bis dahin, nächste Woche an der gleichen Stelle. Machen Sie es gut. Tschüss, bis nächstes Mal.